Fremde aus fernen Ländern. Eladan, es ist ja, schön, dich wohl aufzusehen. Eladan und Elro hier haben uns von deinen Taten in Fornost erzählt. Solch Mut und Können gereicht allen Dunedain zur Ehre. In der Tat, es ist eine Ehre, jemand so Mutiges in meinem Haus willkommen zu heißen. Und deine Gefährten ebenfalls. Ich bin dir für deine Taten in Fornost dankbar. Wenn Agandas Streitkräfte sich der Jagd angeschlossen hätten, hätten ich und meine Schützlinge es wohl kaum wohlbehalten hierher geschafft. Ich bin froh, dich wiederzusehen, Aragorn. Du kannst auf mein Schwert zielen, wann immer es dir bedarf. Obwohl ich nicht weiß, was das alles hier zu bedeuten hat. Ich denke, es ist an der Zeit, unseren neuen Freunden zu sagen, auf was sie sich hier eingelassen haben. Ich gebe zu, das würde ich gerne wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum der Feind die Nazgul ins Auenland schicken sollte. Ihr habt eine solche Erklärung mehr als verdient. Sagt mir, was wisst ihr über Isildurs Fluch? Isildurs Fluch? Das ist ein anderer Name für den Ring der Macht? Ganz recht. Der Ring der Macht. Der eine Ring. Der Meisterring. Nachdem er über Jahrhunderte verloren und beinahe vergessen war, wurde Saurons Ring jetzt wiedergefunden. Willst du damit sagen, dass der Hobbit den Aragorn gerettet hat, in den Besitz des Rings des dunklen Herrschers gekommen ist? Jetzt erkenne ich, wie nahe wir dem vollständigen Untergang waren. Aber was wird aus dem Ring, jetzt wo er sicher hier in Bruchtal ist? Es gibt keinen sicheren Verwahrungsort für den Ring, nicht einmal hier in Imladris. Er stellt eine Gefahr für alle in seiner Nähe dar. Uns bleibt keine Wahl. Der Ring muss zerstört werden. Um das zu tun, muss der Ring in dieselben Flammen geworfen werden, aus denen er entstand. In das Feuer des Schicksalsbergs im Lande Mordor. Der Hobbit Frodo Beutlin hat sich bereit erklärt, ihn dorthin zu bringen. Ihr schickt doch einen Hobbit nicht allein nach Mordor. Nein, sicher nicht. Eine Gruppe von 9 Gefährten wird mit ihm gehen. 9 Läufer, um Saurons 9 schwarzen Reitern entgegenzutreten. Unter diesen Gefährten werden Repräsentanten aller freien Völker dieser Welt sein. Elben, Zwerge und Menschen. Aragorn und ich werden ebenfalls mitgehen. Was können die übrigen tun, um dir zu helfen? Die Nazgul und Agandar sind ernste Bedrohungen. Wir müssen so viel wie möglich über ihre Vorhaben in Erfahrung bringen, bevor die Gemeinschaft aufbricht. Kundschafter werden in alle Himmelsrichtungen ausgeschickt, um die Gegend um Bruchtal abzusuchen. Deine Hilfe dabei würde unserer Sache einen großen Dienst erweisen. Einverstanden. Wo sollen wir beginnen? Agandar ist unsere größte Sorge. Auch wenn die Nazgul mächtige Feinde sind, ihre Mission hier im Norden ist mehr als klar. Was Agandar plant und wohin er gegangen ist, nachdem er vor euch floh, das können wir nur raten. Ich vermute, er plant, uns hier anzugreifen. Saurons Hass auf die Elben brennt sehr tief. Und er vergisst nicht, welche Rolle wir bei seiner Niederlage im Krieg des letzten Bündnisses spielten. Wenn er Feldstärke sucht, findet er sie womöglich in den Ettenöden. Ihr kennt jene Gegend besser als ich. Was könnt ihr mir von den Ettenöden erzählen? Die Ettenöden sind ein Ausläufer des Nebelgebirges und liegen direkt nördlich von Bruchtal. Es ist eine unwirtliche und sehr felsige Gegend, die Heimat vieler Trolle und Riesen. Ich selbst war erst vor einigen Tagen in den Ettenöden. Ich sah dort keine Spur von Agandars Anwesenheit, aber ich sah auch keine Trolle. Diese Tatsache allein schon ist beunruhigend. Es könnte sein, dass sie ihre Kräfte irgendwo im Ödland zusammenziehen. Dann sollten wir das wissen, bevor sie uns überraschen. Wir werden die Ettenöden erkunden und sehen, was wir dort herausfinden. Nach dem, was ich von Aragorn und Elronds Söhnen über euch hörte, habe ich nichts Geringeres erwartet. Dennoch, ihr hattet einen langen Weg und schwere Kämpfe hinter euch zu bringen, um bis hierher zu kommen. Nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht, um zu ruhen und wieder zu Kräften zu kommen. Die Ettenöden sind ein gefährlicher Ort für die Unvorbereiteten. Die Gastfreundschaft meines Hauses ist dir sicher, solange du es wünschst. Okay. Sehr schön. Wir sind jetzt im Bruchtal und wollen wir jetzt ganz schnell zurückreisen, oder wie? Das sollten wir zusammen vielleicht. Dann können wir es auch so machen, oder hier? Geht das? Ja. Reisen? Nee, Reisen geht eben nur, es ist doch grau. Geht eben nur an so einen Punkt da. Okay. Ja, dann suchen wir jetzt ganz schnell so einen Punkt und machen nichts anderes. Reparieren vielleicht? Ja, das können wir doch auch da machen. Stimmt. Wo war denn das? Ich habe keine Ahnung. In einem Verkaufs. Ja.
Ja, bis ja dann alle zu mir kommen, ne? Steve, kommst du mit zu mir? Der Brücke, ne? Ja, ja, genau. Hier steht auch Arvid irgendwo rum und ja, da. Und Schubs. Konkurrenz ausgeschaltet. Andrea sollte immer schon mal arbeiten. So, also zurück. Exactly. Und dann nochmal zu Bruchteil, dann machen wir da alles und dann reisen wir weiter. Boah. Das ist unser Ziel. Reparaten. Aber wir müssen nicht so viel mit den Leuten reden, wir machen ja keine Nebenmission. Richtig. Bilbo und so. Also machen wir nur und Arvin. Genau, wir können euch nur mal kurz so zeigen, wo alle stehen. So, du wolltest mit wem reden? Halberrad oder wer? Ja, genau. Luin hat mir von euren Heldentaten auf den Höhen erzählt. Ich bin euch dankbar, dass ihr einen meiner Waldläufer gerettet habt. Bedauerlich, dass es für den armen Killaran zu spät war. Noch ein Verbrechen, für das sich der Feind verantworten muss. Killaran hat genau wie du sein Leben dem Schutze anderer gewidmet. Du kannst sein Andenken am besten ehren, indem du den Norden weiter vor der Bedrohung durch Aganda schützt. Sei versichert, dass ich keine andere Absicht hege. Lebe wohl, Feldherr. Okay. Das wird sich schnell reparieren. Ja, also hier reparieren wir jetzt und Co. Mach jetzt irgendwas von dem bekommen, den, ne? Oh ja, das ist doch ein Auftrag gegeben, das Ding. Naja. Gut. Und was machen wir jetzt hier? Einfach nur mal kurz zeigen, wer wo steht. Die Söhne, Gimli, Shimli. Ja, Legolas wahrscheinlich auch. Aber Arwen gibt uns, glaube ich, die können wir ruhig annehmen, weil durch die Ettenöl finden wir die Kräuter, die wir brauchen. Wir finden die halt einfach nebenbei. Das können wir eigentlich schnell annehmen, das stört ja nicht. Okay. So, und Belaram ist halt auch da. Und dann gehe ich zu Arwen und du zeigst Gimli. Ja, ich mache einen Rundgang. So, hier, ganz kurz ansprechen. Das ist auch der Legolas. Andrea, Estel spricht in den höchsten Tönen von dir und meine Brüder loben den Mut, den du uns gezeigt hast. Unmarkantes ich danke dir auch für die Rolle, die du bei ihrer sicheren Rückkehr gespielt hast. Ruh dich jetzt eine Weile im Frieden im Imladris aus. Es ist lange her, seit wir uns zusammengesetzt und uns über Kräuterkunde und andere schöne Künste ausgetauscht haben. Von der Frau ich wünschte, ich könnte stundenlang mit euch über Kräuterkunde plaudern.
aber Elrond benötigt meine Fähigkeiten und ich fürchte, ich muss so schnell wie möglich in die Ettenöden aufbrechen. Dann will ich dich nicht aufhalten, aber vielleicht können wir einander von Nutzen sein. Deine Reise vermag ein Problem zu lösen, das mich ratlos gemacht hat. Ich helfe meinem Vater dabei, eine große Menge Nebenschuhe zu schauen. Uns fehlen vielleicht gewisse seltene Zutaten, die man in den Ettenöden finden kann. Pipeline. In all meinen Jahren in Innsbruck habe ich nur einmal den wohlriechenden Heiltrank Mirovor gekostet. Ich erinnere mich noch, wie er mein Herz erfrischt und mir neue Kraft gegeben hat. Ja, es ist schwer herzustellen. Mann, wenn zwei Frauen labern, dann dauert es wohl eine Stunde länger. Sag doch einfach, was du willst. Könntest du sie vielleicht aus den Ettenöden mitbringen? Das ist ein Vorteil. Ich werde ein Fläschchen für deinen eigenen Bedarf beiseite legen, wenn wir es gebraucht haben. Ja, es ist zu gefährlich, sag das. Dann wäre das ganze Gespräch umsonst. Ich werde sie für euch suchen und damit zurückkehren, sobald ich meinen Auftrag ausgeführt habe. Alles klar. Hier ist Legolas. Sehr schön. Bist du genervt? Ich bin nicht genervt. Ich zeig's dir gesagt. Hier ist Angmio. Bilbo Beutel. Ist das so? Hier findet sich unser Elb. Den hau ich jetzt nicht an, ne? Nee. Der will doch eh bloß. Ein Zwerg. Hier ist Aragorn. Oh Gott, Frodo. Vielleicht wollen wir schuppen. Nichts bewegt mein Herz wie dies, meine Heimat. Außer vielleicht... Egal. Hier sind... Die mit denselben Stimmen? Ja. Yep. Gib mir halt auch die Stimme von Belarab übrigens. Ja. Und Agandar. Ja. Und Gandalf. Nee, Gandalf war nicht dieselbe. Gandalf ist doch nicht die Nies. Doch. Echt? Hier ist ja auch Gläu. Ja klar. Echt? Das ist ja schlecht. Okay. So. Da hinten noch was? Nö. Ist ein kleiner Bruchteil. Okay. Elrond hatte, glaube ich, alles gezeigt. Jetzt sprichst du ja doch mit Elrond oder was? Ich mach nur mal. Warum? Dadurch hier oben rum. Gehen wir zum Sammelpunkt, oder was? Ja, wollen wir nicht noch mal kurz mit Elrond quatschen? Ja. Ich grüße dich, Eradan. Tag. Ich freue mich, dich in meinem Haus willkommen zu heißen. Tag. Sogar noch vor den jüngsten Ereignissen habe ich gehört, wie Aragorn deinen Namen voll des Lobes erwähnt. Du hast dich seiner Einschätzung mehr als würdig erwiesen. Die Dunedains sind häufig unsere Gäste hier in Imladris. Aber ich würde mich freuen, wenn du dieses Haus als dein Zuhause betrachten würdest, wann immer du es brauchen solltest. Aber ich vermute, du bist nicht nur hier, um Höflichkeiten auszutauschen. Oh, das ist eine Beleidigung! Mission in die Ettenöden. Könnt ihr mir sonst noch etwas über diese Mission in die Ettenöden sagen? Nur, dass die Ettenöden im besten Fall gefährlich sind. Und die Gefahr ist umso größer, wenn Orks und Trolle von einer äußeren Kraft mobilisiert werden. Du und deine Freunde dürfen nicht den Kopf verlieren. Und wenn wir entdecken, dass der Feind sich tatsächlich sammelt, was dann? Lauf. Ihr müsst euch die beste Vorgehensweise überlegen, aber bei widerwärtigen Wesen ist es immer ratsam, alle starken Anführer auszuschalten. Denn ohne jemanden, der für Disziplin sorgt, neigen sie oft dazu, aufeinander loszugehen. Wenn sich die Feinde in den Ettenöden sammeln, versucht alle Hinweise einzuholen, die uns helfen festzustellen, wer dahinter steckt und wo sie zu finden sind. Ganz wie ihr meint. Lebt wohl, Meister. So, let's go. Gandalf? Ich bin alt, ich bin mächtig. Ich bin Gandalf. Ich bin Gandalf. Mächtige. Gandalf ist doch. Wo? Was macht Gandalf da? So, auf in die Ettenöden. Ganz ehrlich, an diese Mission in den Ettenöden erinnere ich mich. Gar nicht mehr? Gerade gar nicht, nee. Okay. Ich auch nur so ein bisschen, der Troll ist aber hässlich. Ist auch nicht. Ja, guck dir die Fresse an. Guck mal, der hat kaum Hüftspeck. Der ist voll durchtrainiert, der Troll. Ja, genau. Im Vergleich zu dem Höhlentroll in Moria. Oder zu denen in Erstir oder zu allen anderen Trollen mit Hüftspeck. Ey, der hat fast ein Sixpack. Ja, fast. Der hat ein riesiges One-Pack.